with a boy like you, not like you. What do I do with you? What do I do with a boy like you? Vorsicht, öffne nicht die Tür des Hörsaals. Es war fast ganz still. Hatte ich die Vorlesung schon begonnen? Oh, Lucy, hallo. Haben Sie nicht den Aushang an der Tür gelesen? Offenbar nicht. Dann kommen Sie erstmal rein. Fällt die Vorlesung aus? Wurden Sie entlassen? Sie wurde auf morgen früh verlegt. Die Uni braucht den Hörsaal heute ausnahmsweise für eine Konferenz, die in einer Stunde beginnt. Es gibt keine anderen freien Räume für genügend Plätze. Ausgerechnet unsere Vorlesung musste verschoben werden. Oh, verstehe. Sie scheinen wirklich enttäuscht zu sein, dass die Vorlesung ausfällt. Ich fühle mich geschmeichelt. Ich habe das Gefühl, ich wäre schon ewig nicht mehr bei Ihrer Vorlesung gewesen. Ich gebe zu, beim letzten Mal war es meine Schuld, dass die Vorlesung ausgefallen war. Aber diesmal kann ich nichts dafür. Es war die richtige Entscheidung, die Vorlesung abzusagen, wenn es Ihnen an den Tag nicht gut ging. Es war sicher keine leichte Entscheidung, die Vorlesung abzusagen. Leider ist meine Aufgabe, die Vorlesung unter allen Umständen abzuhalten. Ich war Ihnen allen in diesem Fall kein gutes Vorbild. Aber wir können den Hörsaal noch eine halbe Stunde nutzen. Sie können gern hier lernen, wenn Sie möchten. Wir können die Gelegenheit nutzen, um uns besser kennenzulernen. Darf ich Ihnen eine Frage von der letzten Vorlesung stellen? Ich gehe lieber, ich möchte Sie lieber nicht weiter stören. Ja, warum nicht? Die erste Frage, die mir einfällt, ist, warum haben Sie diesen Studiengang gewählt? Ich habe ehrlich gesagt nach dem Abi ziemlich lange überlegt, aber Patrick, mein Kunstlehrer, hat mich davon überzeugt, diesen Weg einzuschlagen. Und das Studium bietet interessante Berufsaussichten. Verstehe. Und Sie, warum haben Sie sich dazu entschieden, dieses Fach zu unterrichten? Was haben Sie gemacht, bevor Sie an der Anteros University Academy kamen? Sind Sie eigentlich alle Ihre Hemden so weit aufgeschnitten? Meine Eltern haben mich in so ziemlich jedes Museum des Landes geschleift. Sie haben damit zweifellos meine Berufswahl beeinflusst. Außerdem gefällt es mir, dass es bei der Betrachtung eines Bildes keinen festen Wahrheiten gibt. Jeder hat seine eigene Interpretation. Das erinnert mich an Ihre erste Vorlesung. Da haben Sie genau das gesagt. Ich habe versucht, das Interesse der Studenten zu wecken, so gut es ging. Das ist Ihnen auch gelungen. Danke. Haben Sie Melody wiedergesehen? Nein, ich habe sie noch nicht wieder getroffen. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass er auf dieses Thema zu sprechen käme. Und Sie? Ich hoffe, es geht ihr besser. Sie hat wirklich Glück, eine Freundin wie dich zu haben. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin sicher, es geht ihr gut. Was unser Gespräch vom letzten Mal angeht, ich... Der junge Mann, Ihr Kollege, erschien erstaunt, mich in Ihrer Gesellschaft zu sehen. Ich hoffe, Sie haben keine Probleme bekommen, weil ich Ihnen im Café geholfen habe. Nein, überhaupt nicht. Jürgen war nur überrascht, mich so spät noch in Gesellschaft eines Professors zu sehen. Er hat recht. Er wirkt ziemlich vernünftig. Und jeder würde sich Fragen stellen. Ja, aber dazu hat er keinen Grund. Wir haben uns schließlich nur unterhalten. Hat er denn einen Grund dazu? Sicher. Ah, verdammte Kacke. Naja, ich habe ja auch gar nicht das Outfit. Gut, ich glaube, wir sollten den Hörsaal ein wenig verlassen. Es ist mir immer eine Freude, mich mit Ihnen zu unterhalten. Ich hoffe, wir werden eines Tages die Gelegenheit haben, dies ausgiebiger zu tun. Ja, er öffnete die Tür des Hörsaals und ließ mich als Erste hinausgehen.
Gut, dann bis morgen. Die Vorlesung beginnt in der ersten Stunde. Ja, bis morgen. Entschuldigen Sie, dass ich Sie so lange aufgehalten habe. Schade, ich wünschte, die Vorlesung würde jetzt sofort beginnen. Er ging weg und blieb allein in der Eingangshalle des Gebäudes zurück. Um diese Zeit waren alle in der Vorlesung oder auf ihren Zimmern. Ich fühle mich motiviert, mich endlich meinen Abschlussarbeit zu setzen. Mal sehen, ob die Luft im Zimmer rein ist oder ob Inin noch dort ist. Aus dem Zimmer waren durch die Tür keine Stimmen zu hören. Alles war ruhig. Ich öffnete die Tür. Inin ist nicht da. Ich werde die Gelegenheit nutzen, um meine Ordner rauszuholen und mir Gedanken über meine Abschlussarbeit zu machen. Ich breitete so viele Bücher wie möglich auf mein Bett aus, schaltete mein Handy aus und die Schreibtischlampe ein und setzte mich an meinen Schreibtisch. Los geht's. Nach einer Stunde voller Kritzelei und verworfener Ideen begann ich, meinen Papierkorb mit zusammengeknüllten Blättern zu füllen. Nach anderthalb Stunden gelang es mir endlich, einen einigermaßen annehmbaren Plan für einen Bleistiftskizzen vollgekritzeltes Blatt Papier zu bringen. Gut, ich habe mir keine Pause verdient. Ich habe mir eine kleine Pause verdient. Ich griff nach meinem Handy, das auf dem Bett lag. Tok, tok, tok. Mein Handy fiel mir vor Schreck aus der Hand. Das war nicht Inin. Sie klopft nie an, bevor sie ins Zimmer kam. Ich stand auf, um die Tür zu öffnen. Ich antwortete mit fester Stimme. Wer ist da? Der böse Wolf. Was? Nein, ich bin Snape. Nathaniel? Kannst du bitte aufmachen? Ich stehe hier wie ein Idiot, der mit der Tür spricht. Ich weiß nicht, so wie du dich eben aufgeführt hast, passt das mit dem Idioten, finde ich ganz gut. Ich mach dem Seufzen auf. Ich habe es nicht anders verdient. Ja, mit dieser Antwort hatte ich nicht gerechnet. Ich öffnete ihm die Tür. Er sah mich entschuldigend an. Danke, dass du mir aufgemacht hast. Ich hätte es auch verstehen können, wenn du mich eben im Flur stehen gelassen hättest. Ich kann die Tür auch wieder zumachen. Du fragst, wer da ist, bevor du die Tür aufmachst. Das ist echt niedlich. Ich hatte das Gefühl, ich klopfe bei einer Achtjährigen. Ich mache nicht jeden auf. Das nehme ich als Kompliment. Ich bin hier, weil Amber wollte, dass ich mit dir über mein Verhalten von vorhin spreche. Amber? Tut mir leid. Ist das alles? Mehr hast du nicht zu sagen? Warum hast du dich so benommen? Du hast dich echt mies benommen. Es tat mir für Miss Portwell wirklich leid. Sie ist alt genug, um sich selbst zu verteidigen. Aber warum hast du dich überhaupt so aufgeführt? Tut mir leid, wenn ich dich gekränkt habe. Ja, das hast du. Ich werde es mir merken. Ich hatte meine Gründe. Ich tue das, weil ich kann nicht hier an der Uni bleiben. Das kannst du doch viel leichter haben. Du kommst einfach nicht mehr her und fertig. So einfach ist das nicht. Wenn ich nicht mehr komme, muss Amber das ausbaden. Der Direktor und die Professoren erwarten dann von ihr, dass sie mich überzeugen, zurückzukommen. Aber ich will, dass sie sich um ihr Studium kümmert und nicht um mich. Warum machst du ihr denn solche Sorgen um Amber? Warum kommst du dann nicht einfach wieder zur Uni? Ich erkenne dich nicht mehr wieder. Dein Verhalten vorhin im Kurs war so respektvoll. Kommst du dann nicht einfach wieder zur Uni? Das ist kompliziert. Es ist nur kompliziert, weil du es dir einredest. Du kannst mit mir reden, wenn du möchtest. Zum ersten Mal möchte ich das wirklich, aber ich kann nicht. Sein Blick schien mich zu durchbohren. Er wirkte aufrichtig und besorgt. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll, Nave. Den einen Tag bist du lustig, am nächsten Tag bist du genervt und abweisend. Und noch einen Tag später spielst du die Vorlesung der Gangster. Den einen Tag beschützt du mich vor einem Angriff und am nächsten Tag höre ich alles mögliche Gerede über dich. Was denn zum Beispiel? Dass du lieber feierst, anstatt zur Vorlesung zu gehen. Dass man dich ständig mit anderen Mädels sieht. Dass du oft in Prügelei verwickelt bist. Welcher Student hätte das nicht? Ich meine es ernst, Nave. Hör zu, ich versuche dir nur zu sagen, dass ich mir Sorgen um dich mache. Ich weiß, dass du dir Sorgen machst und deshalb bin ich hier. Das Letzte, was ich jetzt brauchen kann, ist ein Mädchen, das mir hinterherläuft und sich um mich sorgt. Wirklich nett von dir. Nein, ich möchte nicht, dass du Probleme bekommst. Ich mache mich nicht über dich lustig. Ich meine es ernst. Er griff nach meinem Handgelenk und sah mich eindringlich an. Dann ließ er es sanft wieder los. Ich weiß, dass mein Ruf mir
vorauseilt. Aber hast du aus den Erfahrungen der Schulzeit nicht gelernt, dass Gerüchte nicht immer unbedingt wahr sind? Doch, ich hör auf dein Gefühl und nicht auf die anderen. Wenn du glaubst, dass ich wirklich so bin, wie die Leute sagen, dann geh mir lieber aus dem Weg. Wenn du aber in deinem Inneren weißt, dass das nicht stimmt, denk erst nach, bevor du dich von mir empfindest. Ich hatte nicht vor, dir aus dem Weg zu gehen. Ich weiß noch nicht, was ich denken soll. Du hast alles dafür getan, mich zu vergrauen, und jetzt sagst du mir, ich soll erst mal nachdenken? Das ist schwierig. Aber ich wollte dir nie aus dem Weg gehen. Ja, du bist ein bisschen leichtsinnig. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass er so etwas sagen würde. Gut, ich will dich nicht länger vom Arbeiten abhalten. Ich nehme an, du hast heute Abend nicht mit Besuch gerechnet und ich habe dich ein bisschen überrumpelt. Und er sagt dir, dass ich nicht auf jemand anderen gewartet habe? Die Kekskrümel an deinem Mund. Verlegen möchte ich mir über den Mund. Ein paar Krümel fielen auf mein Oberteil. Wie peinlich. Wir hatten uns bereits seit über einer halben Stunde unterhalten. Du machst das richtig. Knabberzeug hilft beim Lernen. Er wandte mir den Rücken zu und ging in die Richtung Tür. Ich nutzte die Gelegenheit, die Krümel von meinem T-Shirt auf den Boden zu wischen. Das tut deinen Charme keinen Abbruch. War das dein Ernst? Ich Idiot, fast hätte ich es vergessen. Ich hab dir etwas mitgebracht. Er griff in seinen Manteltasche und holte eine schwarze CD-Hülle vor. Darauf stand eine silberne Schrift Growstorm. Was? Die CD von Castles Band? Oh, wie cool. Warum hat er die? Warum hatte der die? Und ich hab das Bild. Yeah. Ja, später realisierte Reaktion von mir. Tut mir leid. Oh. Und irgendwie sieht er jetzt wieder ein bisschen anders aus. Schon wieder. Aber mir jetzt besser als die letzte Episode. Obwohl Castiel ein arroganter Typ ist, habe ich sehr wohl bemerkt, wie ausgelassen du bei seinem Konzert getanzt hast. Offensichtlich gefiel dir die Musik. Außerdem verbringt ihr beiden gemeinsame Zeit im Café. Und da habe ich mir gedacht, dass du sicher auch seinen Groupies gehörst. Ich habe ausgelassen getanzt, jetzt übertreibst du aber ein bisschen. Kaum. Jedenfalls hatte ich die CD bisher noch nicht. Danke, Nave. Ehrlich gesagt schenke ich sie dir, um dir die Augen zu öffnen und damit du merkst, wie schlecht die Musik eigentlich ist. Versprich mir bitte, dass du keinen von diesen hysterischen Studentinnen wirst, die T-Shirts tragen, auf denen Castiel steht. Wenn du so weiter zu gemein daherredest, schenke ich sie dir, so ein T-Shirt. Ich schwör's. Du würdest mich nie im Leben dazu bringen, sowas anzuziehen. Mit diesen Worten schlüpfe ich durch die Tür nach draußen und lächelte mir zum Abschied zu. Ich schloss die Tür auf und sah den vollen Papierkorb, die Bücher auf meinem Bett und meinen Schreibtisch voller gekritzelten Blätter und schließlich auf die CD in meiner Hand. Nach dem, was gerade passiert war, hatte ich nicht mehr die geringste Lust weiterzulernen. Ich räumte meine Blätter und Bücher auf meinen Schreibtisch zu meinen Stapel zusammen. Dann machte ich es mir mit meinem Laptop auf dem Bett bequem und legte die CD von Quastom ein. Nave, hast du etwas vergessen? Ich schob den Laptop zur Seite, stand auf und öffnete die Tür. Was? Sag ihr, sie soll mich loslassen und mich zu meinem Massagetermin mit morgen zurückbringen. Sei still, sonst hört dich noch jemand. Rosalia schob Alexi ins Zimmer, kam dann selbst herein und schloss die Tür hinter sich. Rosa, was? Warum gehst du eigentlich nicht ans Handy? Mist, ich hatte es beim Lernen auf lautlos geschaltet. Was ist denn passiert? Ist Eli nicht da? Sie ist völlig verrückt geworden. Sie hat mich durch die gesamte Wohnheim hierher geschleift, ohne mir zu sagen, warum. Rosalia sah unter meinem Bett und inspizierte das Zimmer. Ist Eli da? Nein, ich bin allein. Jetzt sag schon, was ist los? Ist alles in Ordnung? Setzt euch alle beide. Rosas Tonfall ließ keine Widerrede zu. Alexi und ich gehorchten. Ich fühlte mich, als wären zwei Kinder, die auf ihre Standpauke warteten. Da ihr beide nicht an eure Handys geht oder die Hälfte unserer Freunde anschleppt, wenn ich versuche, euch unter vier Augen zu sprechen, musst ihr die Sache selbst in die Hand nehmen. Ups. Sie zog den Schreibtischstuhl heran und setzte sich uns gegenüber hin. Dann sah sie eine Weile lang schweigend abwechselnd zu Alexi und mir. Lexi beugte sich zu mir hierüber und flüsterte laut. Ich hab's doch gesagt, sie ist verrückt. Hahaha.
Ich bin nicht verrückt. Ich habe eben herausgefunden, dass ich schwanger bin. Was? Was? Jetzt doch schwanger? Was? 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 Nein, ernsthaft? So ein Drama bringt die jetzt doch rein? Was? Okay, damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Ah, holla die Waldfee. Okay, das kam jetzt echt, wow. Okay, uff, das war jetzt wirklich wow. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und ja, wow. Gut, dann haben wir das jetzt auch rausgefunden, was Rosas Problem ist. Und ich bin gerade voll geflasht, wie ihr das gerade sehen könnt. Und uff, hätte ich echt jetzt nicht gedacht, dass die doch noch so ein Drama reinbringt mit schwanger, blibablub. Holla die Waldfee. Ja, sehen wir dann weiter, wenn Episode 7 rauskommt. Aber bis dahin sage ich erstmal bis später in der Kastierrude.